Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von MEF Kompakt mit Nachrichten und Veranstaltungshinweisen für die kommende Woche. Starten wollen wir heute mit dem Fernsehpreis Grenzgänger und dafür war ich mit Frank Langer im Gespräch. Ja, liebe Zuschauer, der erzgebirgische Fernsehpreis Grenzgänger wirft seine Schatten voraus. Ein Jahr Vorbereitung ist jetzt fast vorbei und man kann mit Fug und Recht sagen, der Erzgebirgische Fernsehpreis hat sich hier bei uns in der Gegend etabliert. Nein, nicht nur hier in der Gegend, sondern auch deutschlandweit. Ist das so? Das kann man sehr wohl mit Fug und Recht behaupten, denn schließlich haben wir trotz geänderter Ausschreibungskriterien wieder geschafft, über 40 Fernsehmacher dazu bewegen, hier bei uns ihre Beiträge einzureichen. Es sind knapp 160 wieder geworden. Die Entlastung der Jury konnte so leider nicht stattfinden, ist allerdings für uns eine positive Resonanz, dass man sagen kann, der Fernsehpreis ist deutschlandweit und sogar in Tschechien angekommen. Jetzt gibt es bei euch eine Jury. Ja, wer zählt denn zur Jury? Zur Jury zählt eine sechsköpfige Mannschaft. Die Stammjury, Stammbelegung bilden Eva Schulmeier, Anke Stoverock, Michael Thümer vom Bundesverband Deutscher Filmautoren. Das sind drei Stammjuroren auch in diesem Verband und die konnten sich in den letzten Jahren sehr gute Kritiken für unsere Beiträge, für das, was die Lokalen aufbereiten, anholen. Wir haben weiterhin Josie Biemelt in unserer Jury. Sie ist Kamerafrau bei ARD für ARD, ZDF, Deutsche Welle und weitere. Katrin Heim durfte dem einen oder anderen aus dem Abspann von Kripo Live bekannt sein. Sie ist dort Redakteurin und für die Zuarbeit an die dortige Moderatorin zuständig und auch für die Aufarbeitung der einzelnen Beiträge. Auch sie ist gehört zur Stammmannschaft in den letzten 2 bis 3 Jahren und wird sich, denke ich, auch dieses Jahr wieder einbringen können. Und natürlich darf ein Lokalpatriot nicht fehlen. Natürlich nicht. Wir haben dazu Reinhold Lindner aus Augustusburg. Er ist Kulturjournalist. Er wird sich also für die redaktionelle Aufarbeitung von Beiträgen stark machen, den mit gewinnen können. Und auch er gehört jetzt in den letzten 3, 4 Jahren schon zur festen Mannschaft bei den Juroren. Mit dem Grenzgänger 2012 beschreitet ihr Neuland. Es gibt eine Zuschauerjury. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ganz neu ist das nicht. Also wir hatten diesen Versuch zum ersten Grenzgänger 2006 schon mal gewagt, eine Zuschauerjury auf diese gesamte Einreicherbeiträge-Palette loszulassen. Das endete in einem Fernsehmarathon, einen ganzen Abend über 67 Beiträge zusammen anschauen. Das hat natürlich geschlaucht, auch die damalige Jury geschlaucht, wo wir dann gesagt haben, das können wir so schlecht durchprügeln, weil so viel Zeit haben Zuschauer in der Regel nicht, dass sie sich da eine ganze Woche frei dafür nehmen könnten. Wir haben es diesmal in einer neuen Variante wieder versucht, die Leute mit reinzubringen, denn schließlich ist der Zuschauer eigentlich noch der wichtigste Gradmesser für das, was die Fernsehmacher da veranstalten. Es gibt dieses Jahr an der Kategorie Werbespot zusätzlich einen Zuschauerpreis. Mhm. Der wird anhand der eingereichten Beiträge dort von allen, die sich daran beteiligen möchten, vergeben. Welche Rolle spielt jetzt die Ausstellung in der Erzgebirgssparkasse Haus Hanischallee? Wir haben ja seit 29. Oktober in der Sparkasse in Marienberg, Haus Hanischallee, eine große Ausstellung. Dort wird die Erfolgsgeschichte des Grenzgängers von 2006 bis heute beleuchtet. Und natürlich auch, viele kennen es noch aus dem letzten Jahr, 25 Jahre Lokalfernsehen, also das, was wir hier in Marienberg veranstalten, wird da dargestellt. Auch da haben wir zusätzlich ein Fernsehgerät installiert, wo alle 18 Beiträge zu sehen sind, wo sich Zuschauer mit einer Bewertungskarte hinsetzen können, ihre Kreuzeln vergeben, 1 bis 5, 5 jeweils die beste, und können dort ihren Beitrag dazu leisten, dass der Beste gekürt wird. Von diesen 18 Beiträgen bleiben die letzten 5 übrig. Als Finalisten. Als Finalisten. Und die werden dann zur Auszeichnungsveranstaltung am 10. November noch einmal in eine Art Zuschauervoting mit reingebracht. Und dort können alle, die sich dort zur Preisverleihung dort befinden, nochmal den Besten, also den Zuschauerpreis in der Kategorie vergeben. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, dass diese Ausstellung ja recht interessant ist, aber nicht jeder hat die Möglichkeit, nach Marienberg zu kommen, um sich die Werbefilme, die Spots dort mit anzugucken. Gibt es auch für die Leute, die vielleicht von weiter weg sind, eine Möglichkeit? Selbstverständlich. Wir haben eine Internetseite www.grenzgänger-fernsehpreis.de. Auch da sind alle 18 Spots
hintereinander aufgelistet. Sie können alle nacheinander angeschaut werden. Und wie es auf anderen Internetseiten bekannt ist, mit diesem Sternchenprinzip, können von 1 bis 5, natürlich auch hier wieder 5 die beste Bewertung, dort vergeben werden. Und dort können auch, fließt das genauso wie das, was in der Erzgebirgssparkasse stattfindet, in der Ausstellung, mit in diese Endauslosung ein. Wunderbar. Dann danke ich dir für deine Ausführungen, wünsche maximale Erfolge für den Grenzgänger. Jetzt heißt es noch ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und ja, viel Erfolg wünsche ich euch. Auch dir wünsche ich viel Erfolg, Tobias. Schließlich wirst du ja die Auszeichnungsveranstaltung am 10. November, wird er sie moderieren. Es gibt da eine große Gala im Haus Hanischer Lehrer Erzgebirgssparkasse. Dafür gibt es Karten, auch die können Sie entweder gewinnen über ein Gewinnspiel, die Sie in der Ausstellung dort finden, oder Sie können diese Karten bei uns bestellen, kaufen. Die gibt es bei uns beim MEF oder in der Waldorf-Villa. Inklusive ist da eine super Auszeichnungsveranstaltung mit einem umfangreichen Programm und natürlich ein kleines Buffet, also für das leibliche Wohl wird da auch gesorgt. Und die Telefonnummern, unter der Sie diese Karten bestellen können, blenden wir Ihnen hier ein. Eine Schlagzeile, liebe Zuschauer, ließ uns diese Woche aufhorchen. Der Oberbürgermeister der Stadt Marienberg, Thomas Wittig, verlässt das Rathaus. Zum Beginn der fünften Jahreszeit übergibt er die Amtsgeschäfte an den MCV Marienberg. Vorher jedoch gibt es einige Aufgaben für den MCV in Form einer Büttenrede. Bis Aschermittwoch regieren die Narren und haben da genug Zeit, sich den gestellten Aufgaben zu widmen. Die Amtsübergabe ist natürlich standesgemäß am 11.11. um 11.11 Uhr in der Stadthalle Marienberg. Und für Pfannkuchen ist auch gesorgt. Am 10. November, 19 Uhr, fällt in Pfaffroda-Dittmannsdorf der Startschuss für die Karnevalssaison 2012. Der Faschingsauftakt steht unter dem Motto Kuddelmuddel-Model-Show und wird wie immer von den Dittsdorfer Harderlumpen inszeniert und verspricht auch wieder eine Strapaze für die Lachmuskeln zu werden. Im Gasthof Dittmannsdorf heißt es ab 19 Uhr Tirol Hello. Das Statistische Landesamt zieht schon vorab ein Fazit. Ein Fazit zum Weinjahr 2012. Gute Qualität, aber nur mäßigen Ertrag. Auch wenn die diesjährige Weinlese im Weinanbaugebiet Sachsen noch nicht beendet ist, schätzen die Winzer das Weinjahr 2012 als positiv ein. Zwar wird nur eine Erntemenge von rund 19.700 Hektoliter Weinmost erwartet. Das ist fast ein Fünftel weniger als im letzten Jahr. Jedoch weisen die Trauben sehr hohe Qualitäten auf und es wird mit 16.200 Hektoliter Weißmost und 3.500 Hektoliter Rotmost gerechnet. Übrigens, das Weinanbaugebiet Sachsen mit seinen etwa 450 Hektar Ertragsfläche ist eins der kleinsten in Deutschland. Wir freuen uns auf den Jahrgang und ich sage schon mal Prost. Rolf Zukowski kommt nach Seifen. Am 8. November präsentiert der bekannte Liedermacher gemeinsam mit der Firma Kleinkunst aus dem Erzgebirge Müller in Seifen eine neue elektronische Spieldose, die mit allen 12 Liedern seiner Hit-CD Weihnachtsbäckerei bestückt ist. Aus diesem Anlass ruft der Seifener Traditionshersteller alle Kinder auf, ihre Weihnachtsbäckerei zu malen und spätestens am 5.11.2012 unter dem Stichwort Rolf Zukowski an folgende Adresse per Post oder per E-Mail einzusenden. Unter allen Einsendern verlost man 10 exklusive Kennenlern-Tickets für den 8. November. Der Herbst, meine sehr geehrten Damen und Herren, bringt keine Abkühlung bei den sächsischen Verbraucherpreisen. Im Oktober verteuerte sich die sächsische Ware und Dienstleistung im Monatsmittel um 0,1%, sodass der Jahresverbraucherindex aktuell bei 114,8 lag. Die Jahresteuerung blieb mit 2% konstant zum Vormonat. Positiv wirkten sich dieses Mal die rückläufigen Super- und Dieselpreise auf die Entwicklung aus. Ohne diesen günstigen Einfluss betrug der Preisanstieg zum Vormonat 0,3%.
Saisonbedingt erhöhten sich dabei die Preise für Bekleidung und Schuhe am stärksten. Dies galt beispielsweise für Kinderjacken 6,1%, Damenjacken 3,5%, Herrenjacken 3,4% und auch Mützen wurden bis 10% teurer. Ob sich eine solche Investition für Sie lohnt, das erfahren Sie hier im Wetter. In der ersten Wochenhälfte ist Mützenpflicht vorzugsweise wasserdicht. Die Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich und Regen ist möglich. Wenn die Sonne zwischen den Wolken durchscheint, dann schafft sie es nicht, das Quecksilber über 8 Grad zu schieben. Wenn Sie jetzt denken, es wird im weiteren Wochenverlauf wärmer, muss ich Sie leider enttäuschen. Nehmen Sie die Handschuhe mit dazu, denn bei wolkigem Himmel gibt es nur um die 6 Grad bei einem Niederschlagsrisiko von 60%. Und an dieser Stelle gucken wir wieder gerne mal in den kältesten Ort Deutschlands, nach Kühnheide. In der Nacht vom 28. zum 29. Oktober wurden in Kühnheide, dem kältesten Ort Deutschlands, minus 17,2 Grad gemessen. Glauben Sie nicht? Dann gucken Sie unter www.wetter-kühnheide.de. Da können Sie sich gerne davon überzeugen. Sie können sich auch im Internet davon überzeugen, wo es die neuesten Blitzer gibt. Denn die finden Sie bei uns auf der Homepage unter www.mef-line.de und in unseren Videotexttafeln auf der Tafel 112. Was auch immer Sie tun, wir wünschen Ihnen maximalen Spaß dabei. Das war MEF Kompakt.